Oh, da unten ist ja richtig Betrieb. Da geht's ab. Wartet nur, bis der sonnige Tag erscheint, meine kleinen Rattenfreunde. Ach komm, da machen wir das hier gerade. Form vollendet! Bringen wir es zur Formvollendung und dann klatschen das Gerät. Und da können wir uns nachher mal ein schönes Dingens reinbauen. Schönes Fenster auch noch. Und den Verzauberungstisch. Aber das Fenster, ich weiß nicht, ob wir das heute machen werden noch. Mal gucken, wie wir zu allem kommen. Man könnte es theoretisch machen. Dann hätten wir das Lager bis auf gewisse Details, hätten wir es dann abgeschlossen. Was ist denn das dort hinten eigentlich für ein geiler Berg? Das waren wir aber, glaube ich, auch schon, oder? Ja. Dem sollten wir... Ich glaube, das habe ich schon zwei oder dreimal ist mir dieser Berg aufgefallen. Und ich sage immer wieder, was ist denn das für ein geiler Berg? Ich weiß es aber nicht genau. Aber ich meine, mich so ein klein wenig zu erinnern. Sehr schön. Das passt und passt und passt. Ach, wir müssen da unten jetzt unbedingt gleich Licht reinbringen, weil sonst ziehen wir dort ganz brutal den Kürzeren. Genauso wie hier. Ach, die Axt habe ich ja rausgenommen. Zapp. So, und es läuft ja auch mittlerweile der Bioshock Infinite. Och, jetzt habe ich wieder Maulgulasch hier. Frosch im Hals oder so. Ja, Bioshock Infinite. LP. Und da habe ich jetzt auch schon ein paar Folgen hochgeladen. Könnt ihr ja bei Interesse auch mal reinschauen, wenn ihr das möchtet. Ich finde das Spiel bis jetzt genial, obwohl ich sagen muss, dass ich bis jetzt noch gar nicht viel gespielt habe, obwohl ich mir es gekauft habe. Ich hatte keine Zeit dafür, das kam mir auch noch dazu. Und jetzt habe ich natürlich auch entschlossen, das Spiel nur für den LP zu zocken, um dann selbst überrascht zu sein, quasi wie ihr ins Unerwartete zu kommen, so wie es mir eigentlich bei Bioshock 1 gegangen ist. Als ich das Spiel gespielt habe, wusste ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und genau dieses Erlebnis will ich hier im dritten Teil auch wieder haben, weil nämlich im zweiten Teil war es ja nicht so, da wusste ich ja in etwa, was auf mich zukommt. Weil es auch ja die gleiche Location hatte und so in etwa das gleiche Themengebiet wie Bioshock 1. Deswegen habe ich mich auch gar nicht informiert hier über Bioshock und jetzt konnte ich mal endlich holen. Jetzt hatte ich ja die Zeit eigentlich nicht, aber ich hatte gerade mal die paar Euro übrig fürs zu peilen und ja, jetzt bin ich das fleißig am Zocken. Ja, schon wieder gelogen. Ich bin's ja eigentlich nicht fleißig am Zocken. Aber ich zock's. So. Und bin's fleißig am Rekorden. In jeder freien Minute. Und die Grafik ist übelst geil. Also mir gefällt das übelst gut. Es ist, glaube ich, so leicht Cell-Shading. Ich weiß nicht, ob es komplett ist. Das kann ich noch gar nicht so beurteilen. Auf jeden Fall super geil. Das Spiel sieht wirklich sexy aus. Und, oh, Creeper. Nö. Nö, du nicht, Creeper. So, und ich kann euch eigentlich nur empfehlen, es euch mal anzuschauen. Es muss ja auch nicht bei mir sein, wie immer. Wie gesagt, wenn ihr keinen Bock darauf habt, das von mir zu gucken, dann guckt es eben von jemand anderes. Oder spielt es selber, das ist auch eine Idee. Auf jeden Fall lohnt sich's, das kann ich jetzt schon mal sagen, obwohl ich es erst ungefähr eineinhalb Stunde gespielt habe und fast noch nichts passiert ist. Aber trotzdem hat es mich direkt in den Bann gezogen und das packen eigentlich nur wenig Spiele, muss ich sagen. Das ist echt so.
Wo kommt denn hier noch die Musik her? Habe ich den Laptop wieder nicht lautlos? Natürlich. Ist die Musik lauter geworden? Da höre ich es auch. Ja, wie gesagt, es packen eigentlich wirklich nicht viele Spiele. Es ist zwar so, auch die Spiele, die nicht ganz so gut sind, die bewerte ich jetzt nicht direkt schlecht oder so. Ich sag dann immer noch, okay, da sind immer noch das und dieses noch cool in dem Spiel. Dies und jenes und so weiter und so fort. Ihr könnt jetzt gerade nicht sehen, dass ich denen die Zunge rausstrecke. ach so. Ich dachte schon, was ist denn das? Machen wir ein bisschen Licht hier rein, das ist ziemlich wichtig. Ja, wie gesagt, ich bin nicht ganz so kritisch gegenüber den Spielen meistens. Ich spiele auch viele Spiele gerne, auch wenn sie jetzt nicht die Top-Titel sind. Aber Bioshock hat mich wirklich in den Bann gerissen. Das, wie gesagt, das schaffen nicht sehr viele Spiele. Und es ist auch schwer, mich zurückzuhalten, dass ich es außerhalb des Let's Plays spiele. Das ist gut, dass ich momentan eigentlich nicht so viel Zeit habe. Sonst würde ich es, glaube ich, nicht zurückhalten können. Aber da ich momentan nicht so viel Zeit habe, geht es. Da kann ich es noch, da schaffe ich es noch gerade so. So machen wir das. Wow. Das ist mal gerade einfach so ein bisschen hier. Einfach nur, dass hier nichts gespawnt wird. Bis wir es nachher anständig beleuchten. Wie immer. Tü-tü. Oh, ein schönes Song. Und ich möchte auch gerne wieder eine neue Playlist zusammenstellen. Nur fallen mir jetzt auf Anhieb gar keine Lieder ein. Gar keine Soundtracks, die ich da einfügen könnte von irgendwelchen Spielen oder so. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen, da muss ich mal noch Gedanken machen drüber. So, komm, das hier wandeln wir in Holz um. Oh, das Lager ist schon gut, ey. So, ein bisschen Werkzeug kann nie schaden, dass man mal was dabei hat. Hier die zwei Schaufeln holen wir uns mal mit. Zwei Hacken. Da haben wir nämlich die kaputte und noch eine ganze. Und das Ding können wir sowieso immer mit uns rumtragen. Ach, die Eimer sind jetzt auch stapelbar. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Werkbank können wir auch mal mitnehmen. Hier das Eichenholz lassen wir sogar als Eichenholz da stehen. Oder machen wir ein bisschen Holz draus. So, so, so. So, da haben wir noch ein bisschen was auf Tasche. Steinschwert haben wir. Ach so, Waffen. Ah, das habe ich jetzt hier extra bei Waffen gelegt. Wisst ihr was? Da machen wir uns einfach ein neues Koppel. Machen wir uns noch ein Steinschwert. Gerade für die Tiere abzuschlachten. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt das Eisending. Ups. Hey. Uah. Ein bisschen Koppel kann man auch immer mitnehmen. So, dann holen wir uns mal noch ein bisschen Kohle, dass wir hier dingsen können. Ich glaube, wir holen jetzt einfach mal die Holzkohle, weil dass wir die wegkriegen. Die braucht man nämlich nicht unbedingt. Komm, da machen wir uns gerade noch einen Stack. So. Kohle nochmal hier oben rein und heute bin ich großzügig und Fackeln. Ja, da unten haben wir auch noch ein paar Stäbe. Die holen wir gerade wieder mit. Hier die 7 lassen wir hier. Hier die Fackeln lassen wir auch hier. So. Ah! Ich hab's voll vergessen. Ich ein Trottel. Oh. Fuck you. Hätte ich jetzt. Wäre ich jetzt in die Luft geflogen, Leute. Ich mache hier einfach die Tür auf, denke. Ja, uff. Was soll schon passieren? Und natürlich auch keine Rüstung an. Das ist natürlich noch besser. Macht der hier einfach. Oh. Was ist denn hier an den Türen los? Der Hund ist tot. Warum ist der nicht fortgeflogen? Es ist aber nichts weiter passiert. Das ist schon mal toll. Na gut, jetzt
hatten ja hier fehlt ein Stein. Die haben wir natürlich nicht bekommen, oder? Nee. Quatsch. Warte mal. Das war jetzt blöd, was ich gemacht habe. Da kommt ja eine Holztür hin. Ach, scheiße. Warum stehen die immer an unseren Türen, diese Penner? Ziegelstein. Ich glaube, drei haben gereicht, oder? Schnell zumachen, bevor noch so ein Mistvieh reinkommt. Alter, ich muss den Wald hier zurückdrängen. Schattenspender. Gefällt mir überhaupt nicht. Ihr habt meinen Hund getötet. Das ist ein tapferer Hund. Ihr Schweine. Ihr Kenny. Es war Kenny. Ich wusste es. Der Hund war Kenny. Wir haben ihm als keinen Namen geben können. Wir haben nicht gewusst, wie er heißt. Jetzt wissen wir es. Kenny. You killed Kenny. Fuck you bastards. So, wenn wir einen Friedhof bauen, erinnert mich bitte dran, dass wir Kenny einen Grabstein geben. Jetzt wurde er endgültig getötet. In South Park wurde er immer wieder zum Leben erweckt und jetzt ist er tot. Kenny ist tot. Eine Schweigeminute, bitte sehr. So, genug geschwiegen. Jetzt gehen wir lieber noch ein paar Creeper töten. Rache. Rache, ihr scheiß Creeper-Schweine. Da müssen wir uns aber irgendwas ausdenken, dass die nicht mehr so dahin kommen. Aber wenn wir hier den Weg hinmachen. Das war, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt Hecken machen, weil über die Hecken können sie drüber springen, wenn wir dann jetzt hier einen Zaun zum Beispiel ansetzen würden. Vielleicht lassen wir hier die Hecke irgendwo aufhören und machen dann einen Zaun dahin, dass wir da sicher hinkommen. Oder machen auf beiden Seiten um die Hecke einen Zaun, aber das wäre, glaube ich, würde, glaube ich, blöd aussehen. Ich weiß es nicht. Ah, vielleicht wird hier dann sowieso nicht mehr so viel gespawnt. Wir müssen mal schauen. Was soll ich denn jetzt machen? Kein Plan. Auf jeden Fall müssen wir noch Schnee holen, weil ich glaube, wir machen den Weg auf jeden Fall mal bis dorthin, machen wir jetzt fertig. Mit Schnee. So, ach so. Ach, das Schaf ist auch wieder weg. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich auch das Schaf hier im Gehege und es ist einfach auf einmal wieder draußen rumgesprungen. Ich glaube, das liegt an den Ranken hier, weil das kann man ja auch seit TO9 hier an den Ranken hochklettern. Deswegen haben wir einen schönen Gehweg und ich glaube die Schafe, weil es ist irgendwie nur bei den Schafen, die fehlen immer. Oder hier wollte ich mal gucken. Hier hat nämlich auch eine Kuh hier drin gestanden, aber es kann natürlich sein, dass die hier drin gespawnt wurde. Ja, jetzt sind sie alle drin. Es kann nämlich sein, dass das Schaf eventuell dann dort auch drüber klettert. Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt egal, weil hier kommt ja eh kein Zaun mehr hin. So, fertig. Der wird weggemacht. Also was heißt fertig? Fertig sind wir noch nicht. Fertig sind wir, weil wir ihn hier weg haben. Aber selbst wenn eine Hecke nur drum ist, dann werden sich die Creeper wahrscheinlich ein bisschen schwerer tun, dort drüber zu kommen. Beziehungsweise werden sie uns vielleicht später sehen. Ich weiß ja nicht genau, wie das ist. Da hilft nur ausprobieren, Leute. Da hilft nur ausprobieren. So, da gehen wir uns jetzt das Ding mal abbauen. Hier machen wir gleich noch den Druckplatte hin. Wir haben ja gerade Holz dabei. Komm, mach mal die Eier hier rüber. Nein, hier bei Mechanismen sind die ja Druckplatte. Machen wir uns einfach mal ein paar. Dass wir ja für den Notfall auch noch ein paar haben. So, machen wir hier hinten und hier vorne einer eigentlich rein. Das könnte man tun. Ja, hier nicht. Ach nein, hier wollte ich auch gar nicht hin.